Hey Leute, Bardo hier und willkommen zu Minentalk. Heute möchte ich mal so ein bisschen über Avengers, Superhelden und Gedöns und so weiter reden. Denn bald geht Avengers los, der zweite Film, und da habe ich extrem viel Bock drauf. Bevor ich jetzt irgendwas sage, was euch irgendwie beeinflusst, schreibt ihr doch mal in die Kommentare, wie ihr Avengers fandet, den ersten. Ob ihr Bock habt auf den jetzigen Teil, ob ihr schon den Trailer gesehen habt und so weiter. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, sonst bin ich ein Typ, ich versuche jeden Trailer vorher zu sehen, weil ich einfach so süchtig bin nach Informationen. Jetzt bei Avengers habe ich versucht, das irgendwie gering zu halten. Es gibt ja, glaube ich, 2, 3 Trailer tatsächlich, die draußen sind. Da habe ich nur den ersten gesehen und bereue das eigentlich nicht. Das waren ziemlich geile Shots. Aber ich glaube, ich habe schon zu viel gesehen. Auf jeden Fall, immer wenn man so einen Superheldenfilm sieht, dann hat man auch immer das Gefühl, wenn ich ein Superheld wäre, welche Kräfte hätte ich? Und welche Kräfte hätte ich gern und so weiter. Und, oh, war es einfach random, hier Eisen gefunden. Und bei den Superheldenkräften ist es relativ schwer, das finde ich, zu deklarieren, weil es gibt so unendlich viele Kräfte, die wirklich cool sind. Und dazu sagen, ich hätte gerne die Kraft oder die Kraft oder sonst was. Ich denke, das wäre bei mir aber relativ standardisiert, so die Kräfte. So irgendwie Zeit zurückspulen oder Zeit anhalten oder so ein Scheiß. Oder in der Zeit reisen. Halt echt so, das wäre, glaube ich, ziemlich geil. Das war sehr, immer dasselbe, so ein bisschen Zeitreisen-Scheiß. Aber das finde ich ganz geil. Wäre ganz geil. Was auch cool wäre, wäre natürlich irgendwie fliegen können oder so. Aber ich glaube, ich wäre zu doof dafür. Muss man mal überlegen, fliegen. Ich kann schon in GTA nicht richtig fliegen, ohne zu crashen. Wie soll ich denn dann richtig fliegen? Ich glaube, sobald ich die Fähigkeit hätte zu fliegen, würde ich direkt sterben. Ich würde direkt einmal hochfliegen und dann denken, okay, was mache ich jetzt? Und dann würde ich direkt abstürzen. Also wenn ich eine Superheldenkraft kriegen würde, hoffentlich nicht fliegen. Das wäre mein Untergang. Ich wäre tot. Ich will nicht sterben. Wenn ihr euch eine Superheldenkraft aussuchen könntet, welche wäre das denn? Es gibt ja auch so Superhelden, Anführungsstriche, die haben irgendwie keine so richtig geile Power. Jetzt zum Beispiel, Batman zum Beispiel. Batman ist einfach nur reich. Also wenn das eine Superheldenkraft wäre, reich sein, würde ich auch nehmen. Wenn das dann aber heißt, irgendwie mit dem Joker zu kuscheln irgendwann, würde ich sagen, nee, da habe ich doch nicht so viel Lust. Kann jemand anderes machen. Aber reich sein ist eine coole Superheldenkraft. Generell, Superhelden sind entweder reich oder die sind halt irgendwie verseucht. Also man kann nur ein Superheld werden, wenn man entweder Fettkohle hat oder wenn dir irgendwie so ein so ein Tanklaster mit Säure in die Augen fällt. Aber generell muss man auch sagen, es gibt unendlich viele Superheldenfilme. Ich meine, jeder Scheiß wird sogar einen Superheldenfilm gemacht. Fucking Ant-Man wird zum Superheld gemacht. Okay, Ant-Man ist jetzt tatsächlich nicht unwichtig fürs Marvel-Universum, aber als Held ist Ant-Man nicht so geil. Vor allen Dingen hat Ant-Man so einen komischen Gürtel oder was, mit dem er sich riesig machen kann. Aber das wird im Film nicht gemacht, der macht sich lieber klein. Ist die coolere Fähigkeit. Ey, wir können jetzt einen Superhelden machen, der wird 5 Milliarden Meter groß und basht einfach als Riese alles kaputt. Oder wir können machen, dass er klein ist und mit Ameisen spricht. Und dann wird gesagt natürlich, oh ja, komm, wir machen, dass er mit Ameisen spricht. Das ist die bessere Idee. Ist designtechnisch vielleicht nicht ganz die klügste Entscheidung gewesen. Keiner will eigentlich einen fucking lame Superhelden. Ein Superheld soll ja was Cooles sein. Und okay, Black Widow hat auch eigentlich nur Brüste. Das ist jetzt irgendein Comic und sagt, Black Widow ist eigentlich hier die Special Agentin mit bla 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 bla. Ich weiß, dass Black Widow in den Comics eigentlich cool ist, ein Badass-Charakter ist und so weiter, bla bla bla. Aber in den Filmen ist Black Widow einfach nur eine Person mit Brüsten. Kommt so ein Typ, der sagt so, ey, du kannst entweder so reich sein wie Batman, so krass sein wie Thor, oder du kannst wie Black Widow sein und Brüste haben. Was würde ich nehmen? Man muss sagen, Thor ist schon ganz schön doof, eigentlich. Der hat immer so viel Verpflichtung mit seinem Special-Land irgendwie und dann ist er eigentlich auch kein Mensch, sondern da so ein Halbgott. Ich glaube, das ist nicht so geil. Hätte ich nicht so viel Bock. Reich sein ist okay, aber hat man diesen Negativfaktor bei Batman, dass man auch irgendwie, als Batman muss man ja auch irgendwie dann Gotham rumhängen, ist irgendwie eine Scheißstadt, da ist irgendwie überall Verbrechen und so ein Scheiß. Fände ich auch nicht so geil. Aber Black Widow, die hat Brüste, ist erstmal okay. Und was hat die sonst in den Filmen? Lederoutfit. Okay, müsste ich Lederoutfit dauernd tragen. Ist wahrscheinlich unangenehm, dauernd Lederoutfit zu tragen. Aber jeder Superheld hat auch Lederoutfit, deswegen geht das weg. Okay, ich hätte Brüste als Superheldenkraft. Hätte ich jetzt geklärt. Welche Superheldenkraft ihr hättet, wenn ihr die Wahl hättet zwischen Reich, Gottheit, / Thor, dafür aber immer irgendwie komisch und auf der Erde chillen trotzdem, dann Thor oder einfach Brüste. Wenn ihr schon Brüste habt, dann könnt ihr einfach sagen, die Brüste von Scarlett Johansson. Ist ja auch was okay ist. Brüste von Scarlett Johansson zu haben. Kann man als Superheldenkraft haben. Warum nicht? Komm, fuck it. Oh shit. Das hat nicht so geklappt wie geplant. Wo seid ihr? Da.
Hat mich selbst in Brand gesetzt. Oh, die haben beide Tierschwerter. Die haben beide Tierschwerter. Scheiße, nee. Auf jeden Fall. Das war's mit diesem Part. Ich weiß nicht, ob das zu random ist, um daraus ein Video zu schneiden. Ich versuch's einfach mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Morgen kommt GTA. Und viel Spaß im Kino bei Avengers 2. Ansonsten, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.